Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um den Cybertruck. Der wird ja am 30. November, das sind ja nur noch 20 Tage, offiziell vorgestellt. Und ja, die ersten Auslieferungen werden dann vielleicht auch stattfinden an dem Tag. Und da ist natürlich einiges durchgesickert in der Zwischenzeit. Insbesondere auch was die technischen Daten angeht. Und zwar in erster Linie geht es hier jetzt um die Dimensionen. Vielleicht habt ihr schon irgendwo anders gelesen. Es gibt dort viele Angaben über die Gesamtlänge des Cybertrucks, über die Gewichte und so weiter und so fort. Aber alles ist in amerikanischen Einheiten angegeben. 18,6 Fuß, 79,9 Zoll oder keine Ahnung, 6890 Pfund und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt für euch, für mich, für uns die Mühe gemacht, diese ganzen Zahlen mal zusammenzuschreiben und umzuwandeln in unsere Maße, die wir kennen, also in die europäischen Maße. Und da ergibt sich jetzt folgendes Bild, dass der Cybertruck, die Spezifikation, die bislang durchgesickert ist, alles ohne Gewehr natürlich, die Gesamtlänge von 18,6 Fuß, das entspricht 5,67 Meter, sagen wir mal aufgerundet. Die Breite wird ohne Spiegel 79 Zoll, das sind 2,03 Meter, entsprechend sein. Die Gesamthöhe, und zwar in der Mitte, wenn man das hier mal hier so anschaut, klar, in der Mitte hier, dort, in diesem Bereich ist er halt am höchsten. Die Gesamthöhe wird dort 1,79 Meter betragen. Der Radstand 3,63 Meter. Das ist wirklich ein enorm hoher Wert, finde ich. Wenn man das mal vergleicht, 3,63 Meter. Vielleicht stimmt es. Wie gesagt, alle meine Angaben sind natürlich ohne Gewehr, aber bei einer Länge von 5,67 Meter könnte ein Radstand von 3,63 Meter durchaus möglich sein. Das Leergewicht mit dem Doppelmotor, zweimotorigen Antrieb, wird gut 3 Tonnen betragen, 3,025 Kilogramm, Tonnen oder 3025, noch was Kilogramm. Und mit drei Motoren an Bord wird es etwas über 3,1 Tonnen liegen. Dann sehr interessant ist natürlich, was kann ich mit dem Cybertruck eigentlich ziehen, was ist die maximale Zuglast, die ich dem Fahrzeug zumuten darf. Das sind knapp 5 Tonnen, 4,989 Kilogramm. Auch ein enorm hoher Wert, wie ich meine. Und auch die Stützlast, ich habe mich hier leider verschrieben, hier sehe ich gerade. Stützlast, nee, da bietet mir keine Korrektur an, egal. Die maximale Stützlast wird 500 Kilogramm betragen. Das ist also rund fünfmal so viel wie bei einem Model 3 oder Y. Ein enorm hoher Wert. Die Ladefläche wird eine Länge von 1,85 Meter haben und die Breite soll knapp 1,30 Meter betragen. Die ist dann nach oben hin offen, deswegen gibt es hier keine Volumenangabe, aber für den Frunk gibt es eine Volumenangabe und zwar 7,1, das sind 200, 7,1 Kubikfuß übrigens, also eine Einheit, die wir hier eigentlich überhaupt nicht kennen, noch nicht mal vom Hörensagen sozusagen, Kubikfuß. Das entspricht ungefähr 200 Liter, gut 200 Liter, das ist auch deutlich mehr als im größten aktuell vorhandenen Frunk, das ist im Model Y. Model Y hat, glaube ich, 120, 130 Liter. Ich weiß gar nicht, ob die aktuellen Model S und X noch ein bisschen mehr haben. Auf jeden Fall 200, das ist schon enorm viel für den Frunk. Auch wenn er
auf den Videos relativ klein erscheint, aber die Fläche macht es halt. Also das ist schon viel, viel größer, als man vielleicht denken könnte. Und vor allen Dingen, man kann in diesem Frunk tatsächlich 190 Kilogramm reinpacken. Das reicht also für knapp 4 Zementsäcke, die man dort reinschmeißen kann, ohne dass man irgendwelche Daten dort überschreitet oder Zulassung überschreitet. Das ist wirklich enorm. Ich hatte letztens im Video auch vorgestellt, dass dort einige Prototypen schon foliert unterwegs sind. Schaut euch das gerne an. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, dass sie eben halt auch viele User, die ersten Besitzer eines Cybertrucks, auch schon foliert haben, weil die Standardfarbe wird natürlich immer nur in diesem Edelmetall-Look sein und da bietet sich eine Folierung natürlich an. Da hatte ich einige Bilder geschickt und ich hatte vorher, noch einmal davor, auch ein kritisches Video gemacht über den Cybertruck. Versteht mich da an der Stelle bitte nicht falsch. Ich habe nur versucht, den Cybertruck im Verhältnis zu setzen mit den aktuell sehr zeitnah kommenden Beschränkungen in der Europäischen Union darzustellen. Und ja, da könnte es wirklich einige Probleme geben. Ob es wirklich dazu kommt oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall theoretisch könnte es dazu kommen. Schaut euch auch gerne dazu das Video entsprechend an. So, was haben wir noch mehr? Neben dem Cybertruck ist auch sehr, sehr schön anzusehen, dass in Berlin die Lobby für Besucher eröffnet wurde. Hier toll anzusehen, nicht nur, dass sie eben halt so eine moderne Fläche erstehen, sondern hier hinten seht ihr auch so eine Videoleinwand, die dort permanent Bilder abliefert. Und hier rechts stehen nicht irgendwelche Menschen nutzlos rum oder gelangweilt, sondern dahinter sieht man, dass sie etwas bestellt haben. Und dieses Getränk, Kaffee wahrscheinlich oder sowas, wird tatsächlich von einem Roboterarm, zur Verfügung gestellt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Film Fifth Element, glaube ich, wo eben halt der Pfarrer in einer Wartezone steht und sein Herz ausschüttet und dann sieht man ihn halt im nächsten Kameraschwenk, dass er mit einem Computer spricht, mit einem Roboter spricht. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Das ist schon abgefahren. Man bestellt einen Kaffee und ein Roboter stellt einem diesen Kaffee zur Verfügung. Ziemlich cool. Übrigens an der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass der Kanal Tesla Mac mit Marian hier in diesem Zusammenhang auch ein Video bereitgestellt hat, wo man halt sehr, sehr schön sehen kann, wie toll diese Empfangshalle gestaltet ist, ein Flug durch diese ganze Halle, Treppe rauf und runter und überall hin und her, einfach super anzuschauen. So, was haben wir noch mehr? Also hier kann man das übrigens auch auf X nochmal ansehen, wie die beiden Mädels hier auf ihren Kaffee warten und der Roboterarm hier den Kaffee zubereitet. Sehr spacig und sehr featuremäßig, aber so wird es kommen. Ich denke, in 20 Jahren wird es nichts anderes mehr geben. Ach, hier sieht man auch nochmal einen Film. Vielleicht ist das sogar der Film, den ich gerade erwähnt habe. Ich weiß es nicht. Ich möchte ihn hier an dieser Stelle aus rechtlichen Gründen nicht abspielen. Was haben wir noch mehr? Tesla China eröffnet Supercharger für SAIC General Motors. Das sehe ich jetzt auch mit euch sozusagen parallel zum ersten Mal. SAIC General Motors gab am Freitag bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Tesla China abschließt. Als Teil davon werden die SAIC GM produzierte Elektrofahrzeuge Zugang
zum größten und hochwertigsten Netzwerk von Ladestationen der Welt haben, dem Tesla Supercharger Netzwerk. Ja, wunderbar. Kann man nur begrüßen. Und dann hatte ich noch irgendwas anderes. Ach ja. Und zwar wird es insbesondere für die Model X ein interessantes Update geben. Und zwar gibt es dort wohl Probleme in Verbindung mit dem Tesla Vision und den automatischen Türen. Das Model X hat ja automatische Türen. Die Türen gehen dort automatisch auf und erkennt ihm halt, wenn der Besitzer um das Fahrzeug herumgeht, dann gehen die Türen halt entsprechend auf und man kann sie halt wieder schließen, indem man auf die Bremse drückt. Und da gab es wohl technische Probleme und dort soll es eben halt deutliche Verbesserungen geben mit dem nächsten Update. Und dann, was haben wir noch mehr? Ja, die Lobby, die haben wir. Und das habe ich beim letzten Video schon beschrieben, dass Model 3 auch einen HEPA-Filter bekommen wird. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Tschüss, tschüss.